Wir haben uns noch ein wenig erheitert. Ich habe noch meine Klettersachen eingepackt, weil wir einen Berg hoch müssen. Klettersachen habe ich dabei, ne? Ich habe auch gesagt, ich kann das Blastergewehr gar nicht mitnehmen, weil ich habe ja den Gewehr, den leichten Blaster gar nicht mitnehmen, weil hier mein Rucksack hat schon zwei Belastungen, kann man einfach nichts mehr. Nee, also wir haben jetzt bis auf die leichten Blaster alles verteilt. Ja, dann nehme ich halt für meinen letzten Belastungspunkt noch eine Betäubungsgranate mit. Ja, deine eigene kannst du natürlich ver... Können wir den Riemen vollpacken mit Blastern für den Fall, dass wir es wieder brauchen? Ja, also er hat noch Platz. Wie viel Platz hat er denn? Das ist ja so lustig, wenn alle drei leichten Blaster. Haben wir eigentlich irgendwelche Mechanik-Skills? Oder machen wir Blaster hier, Blaster da, Blaster auf den Kopf und er zweieinhalb, drei Blaster? R3. R2? Wie alt ist der R2? R3. Okay. Sieht aus wie eine R2, ist aber. Alles klar, ist das Nachfolgermodell oder was? Genau. Hat anderes Innenleben. Ja, da ist kein Gnom mehr drin, also kein kleiner Mensch mehr drin, der läuft schon vollautomatisch. Er hätte noch zwei Blaster frei, also er könnte eine leichte Blaster mitnehmen. Wenn ihr das wollt. Ja, bin ich voll dafür. Auf jeden Fall. Da kommen so drei Typen an. Piu, Betäubung, Piu, Betäubungsgranate an. Bibi. Wütend ist Bibi. Bibi. Ja, benutzen kann er sie so nicht. Ja. Mit diesen kleinen Greifarm, die er jetzt vor hat, einfach. Edding nehmen. Gibt das Gesicht. Das ist schön. So. Man sieht, wir nehmen die Runde bis jetzt doch nicht so ernst. Doch, auf jeden Fall. Erste Mission. Oh so. Ich sitze auf dem Pilotensessel. So. Hat irgendeiner außer mir hier Ahnung von Schiffen? Repro piept und ist beleidigt, dass du einem Astromech keine Flugfähigkeiten zutraust. Ich guck ihn an. Superblechbüchse. Co-Pilotensessel, bitte. Legt seinen tonnenförmigen Körper leicht schief, piept eine fragende Stimme und rollt dann leicht kurz vor dem Gang zur Datenbox und klingt sich da ein. Ja, wo sind dann die Quartiere? Wo kann ich dann hier die Medizinstation des Schiffs quasi aufbauen? Du hast im der Cockpit ist hier, da vorne ist der ein Gang, wo auch die Rampe ist und dahinter ist ein einziger großer Raum. Ich suche mal eine Ecke. Okay, und du fliegst vor dich rum. Eine Welle setzt sich auf den Kommunikationssessel. Alles klar. Ah, okay. Gut, also, liebe Leute, bitte schneiden Sie sich an, bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Wir fliegen los. Unser Ziel, Onderon, das Tropenparadies. Und du funkst natürlich den Flugleitoffizier an, um die Freigabe zum Start zu erhalten. Kaum meldet ihr euch bei dem Flugleitoffizier, schon erhaltet ihr die Startfreigabe. Nachdem ihr euch vom Kreuzer entfernt habt, macht ihr einen kurzen Sprung zur nächsten Hyperraumroute. Von dort nähert ihr euch Onderon. Kurz nach dem Atmosphäreneintritt explodiert etwas im Heck und der Hauptantrieb fällt aus. Von dir möchte ich jetzt eine mittelschwere Pilotenprobe haben. Das funktioniert wie? Ja, wie gesagt, haben keine Ahnung. Um einen kontrollierten Sturzflug hinzukriegen. Also, du hast erstmal den höheren Wert. Pilot, Weltraum oder Geschicklichkeit? Welcher ist bei dir der höhere Wert? Geschicklichkeit. Ja, Geschicklichkeit 3. Dann nimmst du. Gewandtheit. Gewandtheit ist sehr korrekt. Oh ja, Gewandtheit. Dann nimmst du 3 von den grünen Würfeln. Okay, auch mal gut. Du fliegst ja nicht, du brauchst ja nicht mit mir. Nee, aber mit deinem Wurf schlägt es dir einfach mal. Welchen Wert hast du auf Pilot, Weltraum? 1. 1. Dann nimmst du einen von den grünen raus und ersetzt ihn durch einen gelben. Okay. So. Dazu mittelschwer, das heißt 2 von den lilanen. Und in diesem Fall gibt es keine Vor- oder Nachteile. Gut, das ist ja also ein sehr klares System schon. Mhm.
Ich habe hier jetzt ganz viele bunte Symbole. Ben, ich sehe gut aus. Diese Symbole sind, glaube ich, gut. Oder diese Symbole sind schlecht. Nein, diese Symbole sind schlecht. Genau. Nicht so schlecht wie die anderen Symbole, glaube ich. Das Interessante ist, du hast jetzt keinen einzigen Erfolg oder Fehlschlag gewürfelt. Das heißt, du hast es nicht geschafft, weil du musst einen Erfolg würfeln. Ich bin sehr und durchschnittlich. Und ein Fehlschlag würde den Erfolg aufheben, oder? Genau, also ich zeige das mal eben hier. Bei den zwei Erfolge würfst ein Fehlschlag trotzdem bestanden, oder? Ich zeige das mal hier. Das hier sind Fehlschlagsymbole. Alles klar. Das sind so kleine rote mit drei Strichen. Genau, ich zeige das mal in die Kamera. Das sind die Fehlschlagsymbole. Das wird hier, man nicht erkennen, Dennis. Also, das hier sind die Erfolgssymbole. Ja. So, ja, du hast jetzt 5 Vorteilssymbole und 3 Bedrohungssymbole. Bedrohung und Vorteil hebt sich auf, das heißt, du hast im Endeffekt 2 Vorteilssymbole. Da kannst du jetzt deine Liste benutzen. Nein, das ist nur für Kampf. No! Warum? Ich habe, es landet nicht sanft. Also du kriegst... Aber ich bringe uns in eine vorteilhafte Position dabei, sodass wir nicht alle komplett durchs Leben fliegen. Du schaffst es nicht, den Sturz zu kontrollieren, schaffst es aber trotzdem, das Raumschiff Richtung der Flüsterbasis auszurichten, sodass ihr abstürzt. Jeder von uns erleidet jetzt 3 Wunden aufgrund des Absturzes, des unkontrollierten Absturzes. Gut. Geht die Absorption? Nein. Okay. Oh Gott. Aber ich glaube, bei dieser komischen Rüstung, die ich hätte haben können, geht. In der Crash-Rüstung würde das gelten. Die Crash-Rüstung? Natürlich, die Crash-Rüstung schützt vor Crash. Die ich nicht gekauft habe, weil sie zu teuer war. Shit. Und ich eine andere wollte. Mit der man noch besser klettern kann, weil ich will gut wegrennen können. Also ich bin Profi. Das geht mir gerade dabei ein bisschen nicht. Wobei, nicht weglaufen. Man muss ja sich seinen Ängsten stellen. Also als ich angefangen habe mit dem Operieren, da hatten wir... da musste ich ja gucken, ob das so war. Auch Angst gehabt. Übrigens, als die Explosion gekommen ist, ist Retro nach hinten gefahren und während du versuchst zu lenken, piept er von hinten, dass die Hauptenergiekupplung wohl explodiert ist. Das klingt scheiße! Ich halte mich an allen möglichen fest und versuche, bei Bewusstsein zu bleiben. Gut. Als wir irgendwann so rumpelnd so stehen gekommen sind, überall dampft es wahrscheinlich und raucht. Und ich gucke, ist der Vox, wie auch immer sich der Tonkanal nennt. Der Kommunikationskanal ist noch heile. Ich gebe durch. Das war eine meiner besseren Landungen, Leute. Also du meinst den internen Schiffskram? Ja. Ja, okay. Das war eine meiner besseren Landungen, Leute. Ich freue mich, dass sie mit YR geflogen sind. So. YR? Kaum hast du das verlauten lassen, kriegst du von hinten einen Piep von Retro, der sagt, dass der Hauptantrieb völlig zerstört wurde durch den Absturz. Super. Also, sehe ich das richtig? Vielleicht wollten uns eigentlich auch die Leiter der Rebellen einfach loswerden. Also kaputten Antrieb irgendwo hingeschickt. Und ich kämpfe mich irgendwie aus meinem Pilotensessel hoch. Ich glaube, das sieht ähnlich aus wie meiner. Also ich sag mal so, den Bezug könntest du hinkommen, bloß dass er nicht so leicht drehbar ist. Also ja. Er ist normalerweise arretiert, du hast unten einen Hebel, womit du die Arretierung lösen kannst. Ja, also ich habe die Arretierung gelöst, habe mich dann so rumgedreht wie ein James Bond Bösewicht, bloß ohne Katze auf dem Schoß und ohne R3 Droiden auf dem Schoß. Kein Wookie zum Krabbeln. Kein 2 Meter Wookie. Also wie hieß nochmal die nervigen Viecher aus Episode 6? Ewoks. So ein Ewok auf dem Schoß. Ich glaube, der wird nicht lange da still sitzen. Oh, das wäre sehr cool gekommen. Vor allem, die sind 1 Meter groß. Also das ist nicht... Ja, und ich bin 1,66 und sitze. Bin genauso groß wie sie. So kurze Beine wie die haben. Nee, ich kämpfe mich da so hoch. Gucke. Okay, ich komme wieder mehr oder weniger zu mir. Irgendwelche Verletzten, während ich mich selbst schon überprüfe auf Brüche und sonst was. Wie wär's mit alle? Wir sind gerade aus dem Weltraum, den kennst du, da halten wir uns normalerweise auf, sind wir gerade auf einem Planeten gestürzt, weil unser Hauptantrieb kaputt war. Ich gebe zu, eigentlich bin ich kein schlechter Pilot.
Aber unter den Bedingungen ist das ein bisschen heikel. Okay. Welch stimmt dir zu, dass nur mit Steuerdüsen zu Korrekturen durchzuführen nicht das leichteste ist? Du kannst fliegen. Also, sehe ich, aber... Er guckt ihn an, nee, fliegen nicht, also Raumschiffe fliegen nicht, aber ich bin oft genug an Bord von Raumfrachtern gewesen, um die Grundlagen zu kennen. Finde ich gut, mit dir kann ich arbeiten. Okay, dann Doktor, gucken Sie einfach, wem es am schlechtesten geht. Wem geht es am schlechtesten? Alle haben gleich viel Schaden ermittelt. Okay, ganz kurz. Kriegt man durch den Schaden irgendwelche Nachteile? Solange du über dein Limit bist, nicht. Also solange du unter deinem Limit bist, nicht. Ah, okay, ganz kurz. Es ist also andersrum. Man zählt hoch und nicht runter. Ja. Nee, runter. Du hast ja deine Wunden. Und du hast aktuell, ich sag mal, du hättest jetzt 11 gehabt und zählst 3 runter. Und wenn du unter 0 bist, hast du dann... Achso, wenn du unter 0 bist, und man stirbt, es gibt eine kritische Verletzung, die heißt der Tod. Und jedes Mal, wenn du einen Schaden bist, kriegst den, und du unter 0 bist, kriegst du eine kritische Verletzung. Okay, das heißt, die addieren sich ihre... Ja, genau. Okay, alles klar. Gibt es so einen Crit-Würfel dafür, oder was? Nein, dafür braucht man die W10. Okay. Oh Gott, oh Gott. Da gibt es extra eine Liste. Okay, aber alles richtig gemacht. Okay, dann... Was macht denn Sinn? Ich glaube, es macht am Sinn für den Arzt, sich erstmal selbst ins Stimpack reinzuballern. Und dann schnappe ich mir unseren gleichen Salivo-Ball. Ich gucke mal, war von den Stimpacks, die in unserer Spindlage noch eins übrig? Oder wie viel hattet ihr genommen? Also weil ich hatte meine 2 eigenen genommen. Also ich hatte, Well hatte einen genommen. Und du hattest wie viel genommen? Ich hatte völlig noch gar nicht keine genommen. Ich du hast auch deine eigene. Okay, dann nehmen wir uns beide von denen, die dort liegen. Genau, da wären noch 2 drin gewesen. Und jeder von euch nimmt dann einen. Das heißt, ihr heilt 5 Schaden. Jeweils, das heißt, wir sind wieder schön dabei. Genau. Kann man über sein Limit kommen? Nein, das war ein Spaß. Dann würde ich mir mal Van angucken. Ja, du siehst, dass er leichte Eindrückungen und... Verfärbung hat. Deine normalerweise hellblaue Haut wird an einigen Stellen des Bauches und des Gesäßes eher lila. Alles klar. Das heißt, es könnten innere Verletzungen des Schwammgewebes sein. Ich gucke ihn an. Sind das quasi blaue Flecken? So ähnlich. Es verhält sich folgendermaßen. Und lässt einen kleinen Vortrag über die Anatomie von Teutorian. Dankeschön, Teutorian. Er von sich, während er seinen Sandrucksack auspackt und Well behandelt. Okay, dann. Und nachdem er das gesagt hat, also wenn wir eine Nadel in ihn stechen, platzt er wie ein Luftballon. Ist das, was ich gesagt habe? Ich glaube nicht. Nein. Ist eher schwammartig. Okay, Entschuldigung. Ich will schon bis der Erste, den ich treffe. Okay, er überhört es kunstvoll. So. Genau, gucken wir mal, wie jetzt Wundenheilen funktioniert mit Medizin, was? Genau, du hast Medizin. Ja. Die Fertigkeit durch deinen hervorragenden Sanitätsrück. Sagt das wäre einen von den blauen, genau. Den krieg ich zusätzlich, ne? Genau, den kannst du zusätzlich, genau. Und da, ich muss mal gerade was nachschauen, da wenn nur noch unterhalb der Hälfte seiner Wunden ist, nach oberhalb der Hälfte seiner Wunden ist. Wie viel kann er denn haben? Er kann 10 haben. Und er hat jetzt nur 3 Schaden gekriegt, alles klar. Genau, das heißt, es ist eine einfache Probe, du brauchst nur einen wieder hinzulegen. Okay. Hey, ich habe 2 Erfolgssymbole und 2 Misserfolgssymbole. Nein, das ist was, das Drohung. Genau, die heben sich auf und dann hast du 2 Erfolge. Genau, 2 Erfolge. Aber keine Vorteile. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt bringt. Ich auch nicht. Aber ich mach. Du heilst 2 Schaden. Okay, alles klar. Ich guck an und so ein Blaufleck ist noch da. So ein Gefühl, also sozusagen. Es ist ein bisschen länger her, dass ich Teutorian behandelt habe. Soll ich gucken, ob wir hier irgendwo Farbe haben? Wenn man alles blau anmalt, dann sieht man die blauen Flecken nicht mehr. Ich bin dabei.
Während ihr vor euch hinkaspert habt, wenn sie sich zum Ausgang begeben. Der ist ja flott dabei. Du bist doch meine Obhut, geh nicht weg, Will! Ich schnapp den Rucksack, pack alles wieder ein und trotte hinterher. Ich greife meine Sachen auch, gucke, ob irgendeiner der Granatenstifte sich gelöst hat. Ich hoffe, nein. Nein, das sind keine Stifte, das ist nicht wie bei uns, das sind Knöpfe. Achso, ich gucke, ob ich nicht aussehen auf einen der Knöpfe gefallen bin. Nein. Das sind diese Granaten aus dem Starship Trooper Spiel. Mhm. Hallo! 5, 4! Ja, nur noch besser als die Bombe aus Raumschiff Titanic. Die musste man mit unlogischen Argumenten dazu bringen, dass sie wieder von vorne anfängt zu zählen. Die war großartig, die Bombe war der beste Charakter. War ein uraltes Adventure, wo man Spracheingaben darüber schon hatte. Das okay. War damals ja mal so ein Gimmick und das gab es auch als Buch. Das war von Douglas Adams und einem der Monty Pythons. Großartig. Kurz bevor Will an der Rampe ist Retro schon da. Mhm. Will sieht eben, dass einige Sachen eingebellt sind und er nimmt einer der Notfallreparatursets, die wir ja gekriegt hatten dabei, die er eingesteckt hat und klatscht das Retro auf die Seite und die Selbstreparatur-Prozesse des Druiden sorgen dafür, dass die Wunden sich schließen. Also der Schaden wird langsam behoben. Ich gucke zu ihm rüber ganz kurz. Haben wir noch mehr davon da, von diesen Reparatursets? Ja, eins noch. Eins noch? Eins, das hat er dabei. Schon selber gemacht. Alles klar, sehr gut, hat er dabei. Sehr gut. Ich wusste, ich würde ihn wieder heile kriegen. Ich auch nicht. Ich kenne mich mit biologischen Maschinen aus, aber... Und ich gehe durch. Ey, aber wir sind ungefähr da gelandet, wo ich wollte. Du siehst, dass ihr im Dschungel seid, so ein paar Kilometer nördlich der Flüsterbasis ist. Okay, well, weise uns den Weg. Genau. Nach einem langen, beschwerlichen Fußmarsch durch die mörderische Hitze des Dschungels. Ich hilf euch alle mal gegen Dschungelfieber. Malaria. Wo ihr vielen stechenden Insekten ausweichen musstet und auch den einen oder anderen trichterförmigen Falle einer Spinne, an denen Well euch vorbeigeführt hat, erreicht ihr dann euer Ziel, die Flüsterbasis. Nach den Strapazen der Reise kommt euch der Überfall auf eine imperiale Patrouille und das Eindringen in eine schwer bewachte Militäreinrichtung immer noch furchtbar vor. Fast schon wie ein Spaziergang vor. Bitte was? Ihr erleidet durch den Marsch durch den Dschungel zwei Erschöpfungen. Nein, du bist ja schon bei 9. Erschöpfung, nicht Wunden. Ja, das mich weiß, da bin ich schon wieder bei 9. Wir haben am Anfang schon Erschöpfung gekriegt durch unsere... Nee, kriegst du nicht. Jonathan Grint. Jonathan Green. ihr seht übrigens, dass Well scheinbar die mörderische Hitze überhaupt nichts angetan hat. Toll, ja. Ist das so ein Gasding? Okay, ganz kurz. An welcher Stelle stehen wir denn jetzt? Ihr steht, weil ihr könnt ja eure Pappenheimer nehmen. Unsere Pappenheimer. Ihr steht jetzt ungefähr hier. Ich habe jetzt mal. Also wir stehen einfach vor dem Eingangstor. Genau, ihr steht da. Also das Ding ist kein Tor, das ist ein Eingang mit einem leichten Energiefeld, was aber nur dazu dient, um kleinere Insekten oder so fernzuhalten. Also ihr könnt das problemlos durchschreiten. Also ich würde eher sagen, wir stehen unten an einer Stelle, wo wir uns noch verstecken können, bevor es zu diesem Berg hochgeht. Ich denke auch, dass das eher. Oder das. Also das wäre mir lieber als, hey, wir marschieren einfach durch die Vordertür. Wirklich bitter. Oder, wer ist es schon? Wollen wir klingeln? Okay, Datenpad und du gibst mir das Datenpad, ich rufe die Karte auf. Ich gebe dir das Datenpad, das ist aber schon ganz schön happig. Das ist mein Datenpad, ich will dir mein Datenpad nicht geben. Kannst du denn nicht mein Datenpad? Was möchtest du denn wissen? Ich zeige dir mein Datenpad. Karte. Und jetzt sehe ich die Karte, die wir hier wirklich vor uns sehen. Die ihr auch schon im Holoraum gesehen habt. Ja, aber die ich jetzt nochmal, wo wir hier vor Ort sind. Ich bin eher listig als schlau. Achso, List? Ja, natürlich. Ich habe nicht so viel List.
Und gucke. Okay. Wie machen wir uns am besten Not rein? Wir verkleiden uns als Sturmtruppler. Ich habe keine Sturmtruppenkostüme dabei, tut mir leid. Warum? Du hast doch eine Verkleidungsbox dabei. Warum hast du keine Sturmtruppen? Bist du bescheuert? Entschuldigung, dass ich das sage. Bist du bescheuert? Well macht euch darauf aufmerksam, dass du auch, ja, die Zusammenfassung auch noch mit runtergelassen hast und dass da das empfohlene Vorgehen drin steht. Und ach ja, richtig. Und als ihr das dann aufruft, wird eben empfohlen, dass neben der, diese Türen sind dicht, hier eine Kommunikationskonsole neben ist, die, wenn ihr sie zerstört, erstens die Basis von sämtlichen Fernkommunikation abschneidet und zweitens wird daraufhin eine Patrouille entsendet werden, um zu gucken, was los ist. Diese Patrouille hat die Codezylinder, womit ihr durch die Tür gelangt würdet. Ganz kurz, sehe ich das richtig? Das hier ist eine für Lebewesen unserer Größe durchschreitbare Energiebarriere, hinter der frei zugänglich Panzerläufer platziert sind. Ja. Und dort befindet sich auch die zentrale Kommunikationseinrichtung dieser Basis. Nein, also das ist nicht die, also eine Schnittstelle. Du musst dir vorstellen, so wie ein Verteilerkasten, sag ich mal. Das erinnert mich an die Uni Leipzig, in der die Zugangsschächte unten in der Fahrradgarage sind. Einmal Uni kann, warum nicht? Okay. Well? Grimm? Jawohl. Ihr macht euch auf die diese Seite. Warum diese Seite? Und die Funktionsgeräte sind da. Ja, aber wenn wir jetzt alle vier zu diesem Kommunikationsgerät rennen, ist es vielleicht auch wahrscheinlicher, dass wir alle vier in den Hinterhalt geraten. Den Bereich, den ihr einsehen könnt, ist übrigens leer. Da ist kein einziges Wesen. Aber wenn wir nicht zu viert an der gleichen Stelle stehen, können wir einen selber einen Hinterhalt legen. Oh. Und da ihr beide, ich gucke auf deine Pistole, ich gucke auf dein Gewehr, vielleicht etwas besser für einen Kampf aus der Ferne ausgerüstet seid als ich. Ich zeige auf nur Granaten. Und zeige auf ihn. Oder Retro. Ja, also so. Deswegen zeige ich so runter. Und wir nicht. Ist es besser? Wir kümmern uns um die Kommunikationsgeräte, sammeln uns an einer Stelle, locken sie zu uns und ihr fällt ihnen in den Rücken. In dem Moment wirft Well ein, dass man sich auch alle verstecken können. Ein gezielter Blasterschuss und zeigt dabei auf Retro, der ja in seiner den leichten Blaster hat, würde problemlos die Kommunikationskonsole rösten. Danach könnte man alle sich verstecken und man könnte, während die an, er zeigt auf der Karte in diesem Bereich, wenn man sich dort versteckt, würden die irgendwo hier warten und dann mit dem Rücken zu einem stehen. Könnte man von alle auf naher Distanz auf die schießen bzw. werfen. Die Sache ist, wenn wir uns diese Basis zu eigen machen, wäre es nicht besser, das Ding einfach von unserem kleinen Freund hier ausschalten zu lassen? Ja. Sodass wir es danach noch weiter benutzen können. Dass wir es irgendwann wieder aktivieren können. Ich bin voll deiner Meinung. Ich weiß nicht, du schlägst wieder vor und Retro ist erst einen Augenblick still und dann piept er was vor sich hin, dass es erstens sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde, dieses Ding zu überbrücken und aber so, dass er nur erst wieder einschalten kann. Zweitens gibt es eine sekundäre Konsole, beziehungsweise es gibt, ihr guckt euch um, hier sind Kisten und so und einige hat er wohl entdeckt, wo Ersatzteile drin sind. Er sagt, es wäre einfacher, das Ding zu zerstören und wieder aufzubauen, als die umgehen. Ich lasse die Hand so fallen. Okay. Ja, haltet mir vor, dass ich mich nicht mit der Technik von imperialen Kommunikationsgeräten auskenne. Ist okay. Wir machen, was der Schwebeheinz gesagt hat. Und begebe mich so in die Richtung, weil ich natürlich aus einer etwas kürzeren Reichweite. Was sind denn gute Orte zum Verstecken, also wo wir uns verstecken wollen, was wir einsehen können. Also ihr könnt euch hinter Kisten verstecken, hinter den hier oder hier hinter. Ihr könnt natürlich auch... Ist das hier freies Gebiet? Das sind hier Speedbikes.
Oh, womit so. Ihr euch natürlich auch drunter legen könnt und so tun könntet, als wärt ihr ein Mechaniker oder. Das mach ich. Das mach definitiv nicht. Also denken so. Ding, ding, ding. Gut, dann möchte ich von dir eine einfache Coolness-Probe haben. Coolness habe ich nicht. Coolness kannst du improvisieren. Kann ich nicht einfach auf List gehen? Coolness kann improvisieren. Coolness wäre auf Charisma. Also ja, Charisma habe ich 3. Genau, also einfach, also ein Lernen. Ach, das reicht schon. Das ist ja wirklich gut. Ich habe 3 Erfolge, die 4 Erfolge und das ist der Vorteil ist ausgerechnet. Genau, also du schaffst es. Ich bin sau cool. Ich bin Ice-Tea, so cool bin ich. So, platzieren dann ein paar Marken halt, wo du dir deinen. Ja, ich bin direkt hier bei dem genau. So, Well schwebt vor, schwebt zu der oberen Luke eines. Ich hab dazu die Jacke so um die Hüfte gebunden, damit man die Granaten nicht sieht, ja, wenn man dran vorbeiläuft. Well guckt sich kurz um, fliegt dann zu dem Deck oben auf dem ATS-Key drauf und ihr seht kurz, wie er kurz hantiert. Muss ich mal gerade gucken. Ich verstecke mich hier. Weil ich gerade wirklich behauptet, Ice-T wäre cool. Ich habe das für dich extra unter den Tisch fallen lassen. Aber nach kurzer Zeit hört ihr ein Klacken. Die Luke des ATS hier springt auf und Well schwebt in die Luke hinein. Okay. Ich gucke es unter meinem Bike vor. Gut, dass wir den dabei haben. So, Well ist hier drin versteckt. So. Jetzt kommt noch der Arzt. Du könntest natürlich. Ich bin dafür, wenn wir das hier schon die ganze Zeit mit der Karte machen. Dann blende ich uns mal aus und. Dass man zumindest so ein klein bisschen Überblick hat. Genau. Und du könntest auch noch. Du siehst hier die Kisten, die könntest die aufstemmen, wenn du möchtest, und reinkriechen. Du könntest natürlich auch hoch, hier sind Stützbalken überall, da kannst du hochklettern und in eine Decke hängen im Prinzip. Okay. Wenn du möchtest. Ich habe eine Kletterausrüstung. Ha! Wie schwer wäre das denn? So, ich hoffe, man erkennt alles. Es wäre eine Kletterausrüstung in diesem Fall, also es wäre im Normalfall eine einfache Athletikprobe durch eine Kletterausrüstung, weil du im Normalfall schon guten Griff hast, kriegst du einen Vorteilswürfel. Vorteilswürfel ist dieser hier? Genau, die blauen. Das heißt, ich würde irgendwie so würfeln und gegen was ungefähr? Einfach. Also einen, die dann. Du kriegst. Läuft, komm! Du hast. Hast du. Athletik ist das, eine Athletikprobe. Kann man improvisieren, ne? Genau. Ja, habe ich. Ich habe Athletik. Ich habe also kein Geld. Also ich habe keinen Athletikwert, aber ich habe ja irgendwie Stärke 2. Das sind 2 Würfel. Mhm, gut. Der wirft dazu. Genau. Dann würde ich das einfach machen. Genau. Irgendwo. Nach von oben angreifen. Außen, das wird nichts. Ich komme wohl nicht hoch. 2 Vorteile, kein Erfolg. Okay, du schaffst es nicht hochzukommen, stehst aber im Schatten einer der Streben. Okay, alles klar. Das ist diplomatisch. Machen wir so. So. Ich hab so einen Leuchtstab, den hat er noch nicht leuchtet und tut, als wäre es ein Schraubenschlüssel. Könntest du so auch machen. Ja, genau. Ich nehme die Klebegranate, die Glockgranate und. Die kann man wieder aufladen. Die Klebegranate, ne? Die hat mehrere Ladungen. Geil. So, und jetzt kommt unser lieber Droide. Du musst dich noch platzieren. Oh ja, natürlich. Der Droide versteckt sich souverän hinter den Kisten. Bam, gut aufgeteilt. Jetzt könnte ich mir ein bisschen eckiger, dann wäre er einfach eine Kiste. Souverän hinter den Kisten. Er fährt einfach lang und dann nimmt die Kiste und steckt sie drüber. Der wendet original Pappkarton aus billiger Solid. Aber hoch kann. Großartig. Jetzt mit deiner Hand, ich weiß nicht. Ja, da hat er gerade wieder Johnny gesehen.
Ich glaube, so. Du bist auch dermaßen viel lauter, als wenn man da direkt in dem Mikro sitzt. Okay, Leute, ich werde einfach leiser reden. Nachdem wir versteckt sind, macht vermutlich einer von uns den Schuss auf die Kommunikationskonsole. Ja. Genau. So. Also am besten derjenige, der auch direkt drauf gucken kann. Also genau. Ihr beide. Ja, ich habe kein Blaster. Ich habe auch kein Blaster. Ja. Also ich, beziehungsweise ich habe, ich vermute mal, dass Retro hat ihn mir gegeben. Ich lasse ihn dann oben, so aus der Sichtweise, aber oben auf den ATST liegen. Und so. Kaum seid ihr in Position, hört ihr auch Schritte schwerer Stiefel und die Stimmen imperialer Soldaten von jenseits der Metalltür auf euch zukommen. Wahrscheinlich wieder nur ein Kamnok, der die Kabel angenagt hat, sagt einer von ihnen gelangweilt. Mit einem Zischen öffnet sich die Tür und schließt sich unmittelbar hinter den Soldaten wieder. Sie marschieren an euch vorbei auf den Aufgang zu. Offenbar wurdet ihr nicht bemerkt. Wenn ihr schnell handelt, könnt ihr sie vielleicht ausschalten, bevor sie Alarm schlagen. Meine Herren, Phase auf Betäubung. So, die stehen, ich mache jetzt nur mal ein, weil das eine Gruppe, die nah beieinander ist, sind, die laufen gerade hier so lang. Ja. Ich vermute mal so. Von wo kommt die überhaupt? Die kommen von hier und gehen dann so runter. Ich glaube, dann würden wir schon angreifen, wenn die Tür sich hinter den schließt, also ungefähr, wenn wir schon hier sind. Okay. Würde ich jetzt sagen, ja. Also ich gucke einfach und wenn einer wegrennt, werfe ich mal eine Granate ihm hinterher. Das gut. Du kannst als allererstes die Granate hinwerfen und dann gucken wir, ob die Granate da ausschaltet und wir schalten dann die anderen noch auch schnell aus. Ne, die würden ja einfach nur festhängen, die würden nicht ausgeschaltet werden. Wenn du die Glut nimmst, wenn du nicht. Ich hab die in der Hand. Achso. Du kannst aber auch. Die Betäubungsgranate nehmen. Genau. Du kannst ja so. Bauen sie erstmal Initiative. Da ihr im Hinterhalt seid, macht ihr eine Coolness-Initiative mit einem Vorteilswürfel. Das heißt, wir würfeln auf Coolness. Genau. Auf Charisma. Genau. Mit einem Vorteilswürfel. Dann müssen wir trotzdem irgendwie einen Leader nehmen? Nein, das ist eine Triviale. Okay. So. Es geht hier nur hier um die Erfolge. Vier Vorteile und zwei Erfolge. Und es geht drei hier Erfolge. Drei und vier. Ne, zwei hattest du, oder? Wie viel? Zwei Erfolge, vier Vorteile. Vorteile sind hier egal. Ja, okay. Wofür sind die überhaupt da? Im Kampf kannst du mit Sachen machen. Also in seinem Fall war es ja zum Beispiel, dass er beim Abrutschen trotzdem Schatten der... Ja, zum Beispiel.